herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe euch heute ein ganz besonderes Projekt mitgebracht. Und zwar ist das das Geburtstagsgeschenk für meine Oma. Ja, meine Oma wird 95 und liebt Sonnenblumen. Und ihr habt ja schon das ein oder andere Geschenk gesehen, was ich ihr gemacht habe. Jetzt mal in Kürze, weil ich habe nämlich das ganze Zusammenbau-Tutorial. Naja, Tutorial, doch. Also es ist ein Stück weit Tutorial. Ich habe nur keine Maße genannt an der Stelle. Ich habe auch im weiteren Video mehrfach gesagt, wenn ihr wissen wollt, welche Maße ich hierfür genommen habe, schreibt mir bei Facebook Varaya Loves Paper oder schreibt mir eine E-Mail varayalovespaper@gmail.com, also Varaya Loves Paper zusammengeschrieben, ne? Nix Punkt, nix irgendwas dazwischen. Und dann schicke ich euch meinen Merkzettel, meine Anleitung, die ich mir auch weglege, um einfach so ein Chassis oder die Elemente da drin zusammenzubauen. Ja, ich will es euch jetzt einmal fertig zeigen, einmal in Kürze. Ich fühle hier gerade einen kleinen Nupsi, der da nicht hingehört. Nee, Nupsi gehört hier nicht hin, das ist ein Stückchen Kleber. So, jetzt ist der Nupsi weg. Genau, ich zeige euch jetzt das fertige Werk und wie ich da hingekommen bin, beziehungsweise wie ich die Elemente arrangiert habe, die ich vorher vorbereitet habe, werdet ihr dann im weiteren Verlauf des Videos sehen. Wenn ihr das nicht sehen wollt, weil es ist wirklich lang geworden, ich glaube, anderthalb Stunden oder was habe ich da gewurschtelt, um die Sachen einzubauen. Dann hört hier nach dem Flipthrough auf und guckt euch an, was ich zusammengeschrieben habe, wie ihr das macht. Oder guckt euch einfach nur an und ist auch gut. So, ich habe ein Cover genommen von einem fertigen Buch. Also ich habe ein altes Buch ausgeschlachtet. Das war irgendwie so ein altes Deutschbuch oder sowas, ich weiß es nicht. Also irgendein Buch. Es ist ein bisschen größer als A5. Und ich hatte nämlich so ein Buch mal bekommen. Ich habe es bei eBay Kleinanzeigen gekauft, habe es gekriegt und war total begeistert, was diese Elemente da drin hat. Allerdings war das viel kleiner. Ich habe es mir hochgerechnet auf diese Größe. Ein bisschen größer als A5, damit es zu diesem Buch passt. Cover gemacht, brauche ich euch nicht erklären, kennt ihr. Und das hier ist der Inhalt. Wie gesagt, es ist ein Sonnenblumenbuch. Ich habe hier Designpapier, Digitalpapier genommen. Und wenn ich jetzt mich noch daran erinnere, von wem ich das habe, packe ich euch auch das in die Videobeschreibung unten rein. Dann könnt ihr gucken, ob ihr das vielleicht auch nehmen wollt. Es ist super schön. Es sind Sonnenblumen. Und ich habe es extra gesucht, um hier einfach ein Geburtstagsgeschenk für meine Oma zu machen. So, also wir haben zwei Seiten hier. Einmal die Seite links, einmal die Seite rechts. Kann man beide aufklappen. So, wir fangen mal mit der linken Seite an. Ich rutsche das mal so ein bisschen in den Fokus. Hier oben findet sich ein kleiner Magnet. Man kann die Flaps aufmachen und hat dann oben nochmal eine Sonnenblume. Man kann unten aufmachen und hat auch nochmal Platz zum Schreiben. Auf jeden Fall findet sich in diesem Buch einige Bilder und Platz zum Schreiben. So, das ist der Deckel davon. Dann kann man das Ganze zur Seite aufklappen, wie ich es gerade schon gemacht habe. Und auch hier Platz zum Schreiben. Kann man das nochmal zur Seite aufklappen. Und auch hier nochmal zur Seite aufklappen. Nicht nur einmal, sondern zweimal. So. Ich habe jetzt extra ein bisschen näher rangezoomt, dass ihr, sag ich mal, die Bilder schöner sehen könnt. Und so, klapp. Klapp. Hier ist auch wieder ein Magnet. Ja, das. Klack, klack. Ist auch ein Magnet versteckt. Dann ist hier hinter mal so als Pocket hoch. Und das auch nochmal so ein Teilchen zum Schreiben. Das lege ich mir erstmal zur Seite. Und dann kommen wir zur rechten Seite. Tülü, tülü. So, wie gesagt, das aufgeklappte habt ihr gerade schon gesehen. Dann ist hier klack, klack, klack auch nochmal ein Magnet. Und dann kann man hier diese Elemente jeweils hochklappen, hochklappen, hochklappen und hat auch noch mal Platz zum Schreiben. Klack. Und hier auf dieser Seite ist ebenfalls noch mal eine Sonnenblume, so eine Schreibkarte versteckt. Ja, ich sag mal so, also mit Papier zuschneiden habe ich hier gute 5 Stunden für gebraucht.
dass wir das Ding im Stoff beziehen, Papier zu schneiden, Cover gestalten. Cover habe ich nochmal versiegelt mit Mod Podge, mit dem matten Mod Podge auf jeden Fall. So, dann habe ich die ganzen Elemente zugeschnitten, aufgeklebt, distressed, habe noch ein paar Fehler gemacht und ja, das fertige Ergebnis seht ihr hier. Nun ist das so, jetzt wird sich hier gleich anschließen das Video, wie ich die ganzen Sachen zusammengebaut habe, habe ich ja schon gesagt. Und in dem Video seht ihr auch, was ich da für Schnitzer, was für Fehler reingebaut habe, weil ich zuvor schnell Sachen zusammengeklebt habe. Das musste ich hinterher korrigieren. Ich habe nichts rausgeschnitten. Ich kriege die volle Wahrheit und auch den einen oder anderen kleinen Fluch zu hören, den ich so fabriziert habe, während ich gemerkt habe, verdammte Kiste, du hast was vergessen. Ja, aber ihr seht auch, wie ich die Sachen wieder rette. Und ihr seht, das Ding ist fertig. Ich habe es also gerettet. Das ist der Spoiler. Also bis hierhin habt ihr dieses kleine Flip-Through. Und ab jetzt, und hier, wie Walter Mörser schön sagen würde, und hier fängt die Geschichte an. Wenn ihr weitergucken mögt, herzlich gerne. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und ansonsten schreibt mir, wenn ihr wissen wollt, wie die Maße und die Proportionen hier zu den einzelnen Teilen sind. Dann bekommt ihr das von mir als PDF, handschriftlich und dann eingescannt kriegt ihr das als PDF von mir geschickt. Ja, dann wünsche ich mir ganz viel Spaß mit meinem Video. Ihr seht hier schon das Cover. So, ich habe hier ein altes Buch genommen. Also wirklich ein olles Buch. Also oll im Sinne von, das hat schon seine besten Tage hinter sich gehabt. Das habe ich ausgeschlachtet. Das heißt, es wird eine Art Altered Book, beziehungsweise ich benutze das Cover. So, ich habe es mit Leinenstoff bezogen, Buchecken drauf gemacht, die Kanten distressed und ihr seht ein bisschen Sonnenblumencover. Ich habe auch überlegt, ob ich hier noch einen herzlichen Glückwunsch irgendwie drauf packe oder irgendeinen schönen Spruch. Mir ist jetzt noch keiner in die Hände gefallen, vielleicht passiert das noch. Ich möchte jetzt aber heute das Buch mit euch zusammenbauen. Und ja, wie mache ich das? Also erstmal lege ich mir das Cover zur Seite. Ich habe mir hier eine lustige Zeichnung gemacht. Ich habe nämlich mal bei eBay Kleinanzeigen ein Junk Journal, oder nein, es war kein Junk Journal, es war ein, ja, das Buch, was wir jetzt heute basteln, so von der Art her, von den Klappmechanismen und Bildern und Blättern, habe ich mir das da quasi abgeguckt und habe es für die Buchgröße angepasst. Dieses wilde Gekritzel hier will ich euch natürlich jetzt nicht schicken oder irgendwie sowas. Ich werde gucken, dass ich das hier, sag mal, in ordentlich zeichne und dann könnt ihr euch mein Video anschauen und das nachbasteln. Aber ihr müsst natürlich das auf eure Buchgröße umrechnen. Weil das, was ich gefunden hatte, das passte nicht mit meiner, oder das, was ich hatte, passte nicht mit der neuen Buchgröße, also mit der Covergröße überein. Und dementsprechend musste ich das alles umrechnen und auf die Covergröße anpassen. Nun gut, vielleicht kriege ich das ja so hin, dass ich das euch so aufschreibe, dass man sagt, irgendwie da einen Zentimeter vom Cover freilassen oder irgendwie sowas. Ich denke mir mal was aus. Wenn ihr die Anleitung haben wollt, dann schreibt mir gerne auf Facebook. Ihr findet mich auf Facebook unter Varia Loves Paper. Ihr findet mich auch per Mail varialovespaper@gmail.com. Wer möchte, schickt mir eine Mail und bekommt dann das, was ich, allerdings handschriftlich. Ich mache das nicht toll am Computer und so weiter und so fort. Nein, ich zeichne euch das auf ein Blatt, schreibe dazu, was ich mir dazu gedacht habe. Meine Schrift kann man glücklicherweise lesen. Und dementsprechend könnt ihr das dann auf euer Werk adaptieren und umrechnen. So, ich mache mir nämlich diese Anleitung mal für mich selber und pack mir die dann weg. So, in meinen Anleitungs- und Ideenköfferchen oder Kistchen, da habe ich Prototypen, wo ich einfach mal was vorgebastelt habe und da habe ich auch solche schriftlichen Anleitungen drin. Ja, und jeder, der die haben möchte, weil er das bei mir gesehen hat und cool findet, ja, herzlich gerne, kriegt ihr gerne. Ich schicke euch das per Mail. Ist dann ein eingescanntes PDF. Eine eingescannte Anleitung als PDF. Mein Gott, es ist früh am Morgen. So, ich sehe jetzt hier einen ganzen Haufen Kram. Wie gesagt, ihr habt meine Anleitung hier gerade schon gesehen. So, und bei dem ganzen, bei der ganzen Aktion habe ich meine Magnete vergessen. Das heißt, ich werde jetzt hier und da nochmal einen Magneten ergänzen müssen und mir da was ausdenken. Aber da seht ihr gleich mal ein bisschen MacGyver der Magnetkunst, weil hier und da klappen die Dinger und halten
zusammen mit Magneten. So, was ich jetzt als erstes mal machen möchte, ist, die beiden, die brauche ich zum Schluss. Die beiden. Ja, was hatte ich denn? Du gehörst gar nicht dazu. Doch, du gehörst dazu. Ha, zur anderen Seite. So, die beiden muss ich mir zur Seite legen. Das sind nämlich die letzten Flaps auf der linken Seite. Ich rede im Rätsel. Allerdings sind die Dinger noch dabei, geplättet zu werden. So, jetzt habe ich hier was. Das gehört zu dem Teil, was ich zum Schluss mache. Also nicht ganz zum Schluss. Das ist sowas, was hier schön klappen kann. Achso, dieser Verschluss hier gehört auch noch dazu. Da habe ich nämlich einen kleinen Verschluss gemacht. Allerdings habe ich jetzt gerade festgestellt, dass ich auch bei dem Verschluss den Magneten vergessen habe. Ach ja, irgendwas ist immer, ne? Leute, ihr wisst es. Aber ich habe eine Idee, wie ich das alles wieder so machen kann, dass es funktioniert. So, ich habe auf jeden Fall hier eine ganze Reihe an Flaps. So, da du bist das Letzte. Das hier wird meine rechte Seite. Und zwar Moment, ich muss ja immer richtig rumsortieren, weil die bilden ein Bild, was aber, also ist ein bisschen witzlos. So rum bilden die das Bild. So. Hier, da ist nämlich der Stiel, seht ihr? Die rutschen so ein bisschen übereinander. So. Und theoretisch sind die aus einem Bild geschnitten. Und das letzte Stück, das ist dann mit der Klappe, die hier ist, genau. Das wird dann zum Schluss so geschlossen. Das hier kommt nämlich in die rechte Tasche. Oh, jetzt wird's lustig. So, die rechte Tasche. Ich muss einmal kurz einen Blick werfen. Dieses Teil gehört zusammen. Ich habe nämlich zwei Taschen. Und zwar eine linke. Das ist die hier. Die lege ich mal nach links. Sinnvoll ist es. Und eine rechte. Die gehört nach dort. Das hier gehört auch zum linken Teil. Das kommt erstmal zur Seite. So. Das Buch klappt auf. Es klappt auf. Und hat rechts und links jeweils erstmal eine Tasche. Ihr seht hier schon mal die Falzen. Ich werde auch die einzelnen Elemente nochmal für George zusammenbasteln, damit ich die einzelnen Teile auch unabhängig voneinander benutzen kann. Also jetzt bekommt ihr hier die Anleitung einmal komplett von mir, beziehungsweise die Maße kriegt ihr dann auf dem Zettel von mir. Wenn ihr sie haben wollt, schreibt ihr mir. So, also das wohnt dann hier. So, na, ich werde das gleich nochmal kurz distressern. Dann wohnt der ganze Klappmechanismus da drauf. Und der hier wohnt hier drinnen. Das heißt, der Klappmechanismus hier geht so auf. Und das hier lässt sich so flappen. Flappen und kleppen, ihr wisst Bescheid, ne? So, flappen und kleppen lässt sich das. Und damit wollte ich mich jetzt anfangen, dass ich hier den rechten Teil einmal zusammenklappe. Und ich gebe euch tatsächlich auch nur die Außenmaße, ne? Also die ich mit dem farbigen Cardstock gemacht habe. Hier ist ein kleiner Klebstoffkrümel. Hallo. Ihr könnt Schreibbereiche anordnen, wie ihr das nach Herzenslust wollt. Ob ihr jetzt einen Schreibbereich macht, der über die ganze Seite geht oder gestückelt ist oder so. Drei Viertel, ein Viertel, wie ich das hier gemacht habe. Das seid ihr sowas von frei und da werde ich euch keine Maße liefern und nicht euch da in diese Entscheidung reinreden. Das ist genau euer Part. So, mein Part ist jetzt hier erstmal für den ersten Teil zu sorgen. Und ich wollte alles ein bisschen braunes stressen. Ich finde, das passt gut zu dem Sonnenblumenbraun, was in dem Inneren der Sonnenblume ist. Dementsprechend habe ich mich hier für Ground Espresso entschieden und distresse einfach alles, was ich hier reinbaue. So, und jetzt kommt mein
kleiner süßer Vorteil, den ich jetzt habe, weil ich zu blöd war, mir den Magneten oder den Mechanismus zu merken, also dass ich ihn benutzen möchte. Weil ich merke nämlich auch, dass ich hier einen vergessen habe. Also hier habe ich einen vergessen, der hier rüber flappt. Jetzt kommt der Vorteil, den man durch Dusseligkeit hat. Wenn man das Papier ein bisschen aufdoppelt, sprich, ich werde jetzt den Mechanismus hier, kann ich noch reinkleben, aber hier habe ich ihn vergeigt. Dann werde ich das so tun, dass ich dieses Papier hier gleich einmal aufdoppel mit dem gleichen Papier, was ich jetzt schon hatte, werde ich jetzt einmal eine Lage drüber kleben und den Magneten darunter verstauen. So, das werde ich gleich einmal vor euren Augen tun, weil wenn man schon Blödsinn macht, dann sollte man es wenigstens richtig machen und dann sollten alle was davon haben, dass man, ich sag mal, einen Fehler gemacht hat. Die liebe Jutta von Funkelkram sagt ja immer, es ist ein Finder und kein Fehler. Ich sag mal so, das wird mich jetzt ein bisschen mehr Zeit kosten, dass ich diesen Finder mir unbedingt leisten musste. So, also das flappt hier rüber. Ne? So. Das ist ein bisschen größer als das Unterteil. Da habe ich mich irgendwo habe ich mich leicht vermessen. Ich glaube beim Unterteil, aber das ist, hier kommt es auf den Millimeter nicht an. Ich bin kein Scrapbooker, ich bin Junk Journaler. Dementsprechend ist mir das. Ist mir egal. Oder nicht ganz so wichtig, sagen wir mal so. Es ist nicht unbedingt egal. Jetzt lege ich mir das mal zur Seite. So, ihr seid auch zur Seite. Ich brauche jetzt nochmal die gleiche Papiergröße wie hier. Ein Schneidebrett und ein entsprechendes Papier. Ich habe hier noch so ein Ding. Das benutze ich jetzt einmal, um es abzumessen. Wir sind hier bei 16x11. Das Ding habe ich deswegen, weil ich nämlich bei einem meiner Teile habe ich nicht vergessen, dass da ein Magnet drunter kommt. Beziehungsweise, dass da noch Laschen drunter kommen. Und dementsprechend habe ich es nämlich noch nicht festgeklebt und wollte das mit euch zusammen machen. So, wir waren gerade bei 11 auf 16. Die Papiere werde ich danach auch noch ein bisschen verschönern, aber das werde ich dann off-camera machen. Weil das für euch überhaupt nicht relevant ist. So. Das ist für euch nice to know, aber nicht wirklich wichtig. So, jetzt nehme ich als allererstes mal einen Magneten, dass ich das jetzt nicht schön aufdoppel und dann feststelle, oh, ich habe den Magneten vergessen. Und ich habe hier so richtig, richtig feste, krasse Neodym-Magnete und überlege tatsächlich gerade, wenn ich den hier hin mache, der klappt hier rüber, der muss durch zwei Papiere durch. Ich probiere das mal aus, weil, also, entweder habt ihr kleine Magnete und die sind vielleicht zu schwach, das ist möglich. Oder ihr habt echt starke Magnete und kriegt dann die Seite nicht auf, wie das hier der Fall sein könnte. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich klappe das auf mit richtig Kraft, dann kann ich mir sogar das Papier zerreißen, unter dem der Magnet drunter ist. Könnte passieren, weil die sind echt stark. Ich habe aber noch kleine. Dann gucken wir mal, ob das hier. Ja, es muss halten, ohne dass es mir hier das Papier zerlegt, ne? Das ist der Trick. So. Ja, ich glaube, das reicht. Die kleinen Scheißer hier reichen völlig. Das hält. Und das werde ich hier mittig anbringen. Das Magnet werde ich hier mittig anbringen, wisst ihr Bescheid. Achso, sind sogar drei. Halt noch zwei. Ja, ich werde das jetzt einfach tun. Wie gesagt. Na? Mein Gott, das ist aber auch ein bisschen schwierig hier. Ja, es macht ein, also es hält nicht dolle fest, es hält ein bisschen fest.
Andere Größe habe ich nicht, ne? Nee, weil wenn ich die richtig fetten Magnete nehme, dann, oder ich nehme einen großen und einen kleinen. Geht das? Ich habe echt ein bisschen Angst, dass ich mir damit mein Papier zerreiße, wisst ihr? Deswegen probiere ich das jetzt hier aus. Das ist eher ein Tutorial als ein Zeigevideo. Das ist eine geile Idee. Ich bin ja nicht gleich drauf gekommen. Also das hält gut, weil mit dem kleinen Magneten unter dem Papier werde ich mir das Papier nicht zerreißen. Und der große, fiese, feste Magnet, der wohnt unter dem stabilen Teil. Unter der stabilen Pappe. So. Nichtsdestotrotz klebe ich ihn mir jetzt fest. I need some glue. Ja, da kommen wir wieder zu der Frage, könnte ich meine Videos auch komplett auf Englisch machen? Möglicherweise, oder sehr wahrscheinlich könnte ich das. Will ich das? Weiß ich noch nicht. Muss ich ehrlich sagen, weiß ich noch nicht. Warum? Weiß ich das noch nicht? Weil ich habe Sorge, dass, also ich erzähle euch jetzt hier so frei von der Leber weg allen möglichen Kram. Und das scheint auch ganz gut anzukommen. Also immerhin hat sich noch keiner beschwert, sagen wir mal so. Wenn ich jetzt allerdings Englisch rede, dann muss ich mich natürlich wesentlich mehr konzentrieren, weil ich nicht so viel Englisch spreche wie Deutsch, klar. So ähnlich, wenn ich jetzt in Schweden wäre, dann müsste ich mich auch sehr konzentrieren. Wenn ich den ganzen Tag schwedisches Radio höre, dann, ne? Ich könnte euch jetzt nicht mal eben hier einen Schwank aus meiner Jugend erzählen. Auf Schwedisch oder Englisch, das funktioniert nicht. Also jedenfalls nicht so locker flockig. Dementsprechend bin ich so ein bisschen am Schwanken, ob ich das tue, ob ich ein Video auf Englisch mache, um auch, sag mal, englisches Publikum mal mitzuerreichen oder englischsprachiges. Da könnte einfach ein bisschen Dynamik verloren gehen. Und ich sag mal, so ein Bastelvideo ist ja eh schon immer ein bisschen länger, ein bisschen aufwendiger. Ich erzähle euch hier Gedöns. Gedöns vom Basteln, Gedöns aus dem Leben und was mir so widerfahren ist oder auch nicht. Das wird auf Englisch einfach anders. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel Luise mir anschaue, die auch die Videos schon echt richtig gut auf Englisch macht, man merkt doch, so sehr sie da schon in dem Element und in der Materie ist, wie viel Konzentration es sie kostet, das Ganze auf Englisch zu tun. Ja, und das auf Englisch möglichst genauso gut abzuliefern, wie sie das auf Deutsch machen würde. Das ist das, was mich daran einfach abschreckt, das jetzt mal eben anzuschieben. Wahrscheinlich wäre es cool. Wahrscheinlich hagelt es dann auch den ein oder anderen Abonnenten mehr und so. Das ist schon möglich. Dennoch, ja, wie gesagt, ihr habt jetzt meine Bedenken gehört. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr, wenn ich das, also ich würde es jetzt echt nicht doppelt machen, weil das ist, weil ich mir denke, so eine Luise macht das hauptberuflich mittlerweile, was ja sehr cool ist. Das ist ja wirklich, wirklich der Knaller ist, dass sie das, sag mal, wirklich zu ihrem Beruf machen konnte. Ich weiß nicht, ob ich tauschen würde. Also ich mag mein Basteln, mag ich, aber es ist mein Hobby. Es ist meine Freude, es ist meine Entspannung. Wenn ein beruflicher, ich sag mal, Zwang dahinter steht, den man sich natürlich selbst auferlegt hat, ne? Also sie hat ja nicht, ist gar keiner hingegangen und hat gesagt, so Luise, du machst das jetzt. Bist das jetzt hauptberuflich? Sondern es ist ja ihr eigener Wunsch und Wille gewesen. Nur, ich weiß nicht, also ich hätte arge Bedenken, meine Freizeit damit komplett zu meinem Beruf zu machen. Wenn da so ein Druck hinterkommt, also wenn das wirklich dieses, oh, jetzt muss ich das auf Deutsch und auf Englisch machen, muss ich es zweisprachig machen, damit ich alle Publikumseiten bediene. Ja. Das ist das, was mir bedingt. Ja. Wie gesagt, wenn ihr mögt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Also ich glaube, ich hatte schon mal gefragt, ob ich das auch mal auf Englisch machen soll und waren die Kommentare eher so ein bisschen verhalten. Ich würde die Videos nicht zweimal drehen, also ich würde sie tatsächlich einmal machen
entweder auf Deutsch oder auf Englisch. Das heißt, würdet ihr, also ihr seid jetzt das deutschsprachige Publikum, weil ich glaube nicht, dass die Englischsprachigen sich jetzt hier das antun. Wobei mittlerweile gibt es ja die Untertitelfunktion, ne? Das Thema mit dieser Untertitelzertifizierung habe ich auch nicht so ganz geschnallt. Das muss ich mir nochmal näher angucken. Also an und für sich ist das Thema mit den Untertiteln ja ganz cool. Das funktioniert ja. Nur, wenn ich ein Bastelvideo schaue, ich gucke mir schon manchmal das Transkript dazu an. Wenn da Maße und sowas genannt sind. Aber ich würde jetzt, glaube ich, ich würde jetzt kein Video mit Untertiteln, also wirklich rein mit Untertiteln schauen. Transkript hin und her ist fein. Untertitel, ich weiß nicht. Naja, wir schweifen gerade vom Thema ab. Ihr seht mich hier basteln, kleben und wir schweifen vom Thema ab. Entweder würde ich es auf Deutsch oder auf Englisch machen. Natürlich könnten sich die deutschsprachigen Kolleginnen und Kolleginnen, hey, seid ihr ja im Endeffekt, könntet ihr euch natürlich noch das Ganze mit Untertiteln anschauen, wenn ihr keinen Bock auf ein englisches Video habt. Ja, wie gesagt, würde mich mal interessieren, würdet ihr es trotzdem gucken, wenn es nur auf Englisch verfügbar wäre. Aber es ist eine lockere Überlegung. Ne? Erwartet jetzt nicht, dass das nächste Video auf Englisch ist. Ja. Also mein Gequassel ist halt auf Deutsch. Könnte auf Englisch anders sein. So. Jetzt haben wir den Spaß. Nun machen wir das folgendermaßen. Wir haben den vierten Magneten hier. Lass mal gucken, welche Seite es ist. Na, komm schon. Die stößt ab. Also es ist die. Gut. Darf ich dich mal hochheben, bitte? Ich möchte dich gerne festkleben. Vielen Dank. So, jetzt haben wir Magnet 1 gerettet. So, ich klebe ihn jetzt zwar mit Kleber fest, mache aber dennoch eine Runde, Scotch Tape drüber. Warum? Damit das, was ich hier in diese Tasche reinschieben möchte, über diese Kante gleiten kann. Das heißt, es gleitet dann hier rüber, ohne sich an der Magnetkante aufhalten zu lassen. Oder jedenfalls nicht so stark. So, ihr seht, also einmal ein bisschen abgemildert. Zack, zack. So geht das hier. Also der Flap funktioniert und hält so ein bisschen fest. Nicht so richtig fies, aber auch nicht so richtig nicht. Das war mein Plan. So, tschüss, Scotch Tape. Und nun bringen wir das Ganze auf die Buchseite. Ich hätte es aber erstmal komplett zusammen basteln können, aber das ist irgendwie finde ich das gerade so witziger. So, und da kommt das Thema Scanner-Persönlichkeit durch. Man macht die Sachen nie auf die gleiche Art und Weise oder sehr selten. Also außer bei so richtig, richtig fummeligen Sachen. Also mein letztes Video mit dem Pop-Up-Element. Wenn man das nicht auf die gleiche Art und Weise macht, dann ist man verloren. Also jedenfalls dieses eine. Ne? Jedes ist für sich anders, jedes Pop-Up-Element. Nur macht man dieses eine nicht auf diese eine Art und Weise, dann ist man wirklich lost in space. Weil es einfach nicht klappt dann. Also es flappt nicht. Also es poppt nicht ab und flappt nicht und überhaupt. Damit kann man sich schon mal die Karten legen. Aber ob ich jetzt hier erstmal den ganzen Aufbau mache und es dann ins Buch einbaue oder es ins Buch einbaue und dann den Aufbau drauf mache, ganz ehrlich, jeder wie er möchte. Wer sie möchte. Ich gender im Übrigen nicht. Ich finde Gender doof. Ja. Deswegen spreche ich euch auch mit euch an. Ihr seid verschiedene Menschen. Verschiedenen Geschlechts, verschiedenen Alters, verschiedener Gesinnung. Seid es alles. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Jeder soll leben, wie er möchte. Und ich mag nicht gendern. Ich möchte hier ganz in Ruhe meine Videos machen. Das ist übrigens noch ein Vorteil von englischsprachigen Videos. Das mit dem Gendern braucht man so gar nicht. So, jetzt brauche ich hier mal ein bisschen Kompensation.
So, und ich versuche jetzt hier diese Kante mit der Kante parallel zu kriegen und die. Oben, unten. Sieht auch ganz anständig aus. Vielleicht kann ich das ein bisschen drehen. So. Ja. Wie gesagt. Ach so, wir haben Metallecken. Ja, Entschuldigung. Liebe Magnete, ich habe euch abgelenkt. Abgelenkt durch Metallecken. Schade, Schokolade. So. Jetzt haben wir schon mal Flip, Flap, Flip, Flap. Wenn ich schon mal dabei bin, könnte ich eigentlich auch gleich diesen Streifen hier einkleben. Ne? Aber den mache ich erstmal später, wenn beide Seiten drin sind. Wenn beide Seiten drin sind, mache ich das so. Jetzt habe ich den Aufbau. Diesen Flap hier mache ich zum Schluss. Allerdings habe ich mir hier schon wieder die Karten gelegt. Muss das hier aufdoppeln, weil ich auch hier zu doof war, den richtigen Magnet reinzusetzen. Genau, hier kommt er sowieso mit in den Hals, sage ich mal. Also Hals, ja, ich rede jetzt wieder in Rätseln, die ihr nicht versteht. Das ist schade. Ich zeige euch mal, was ich damit meine. Und zwar kommt das hier oben drauf, direkt als erstes. Dieses Schatzi schlägt hier drauf, so, und ist hinter der Halterung, die ich noch nicht habe, könnten wir hier so ein Ding nehmen, so ein zum Beispiel. Das klappt ja so rum, also hier. Ist auch blöd, ne? Es klappt, also sagen wir mal so, es klappt so runter. Das heißt, man sieht die Sonnenblume so. Gefällt mir nicht so. Ich wähle mal ein bisschen mehr Papier und einen Tab. So, Tabstanzer raus. Tabstanzer drauf. Mit diesem Tab werde ich die Halterung dran machen. Die Halterung ist das hier. Das ist quasi dann ein Arm, der runter und wieder hoch klappt. Der wird dann so hier drauf sitzen. So, so, ne? So. Und diesen Arm hier festhalten. Auf diesem Arm sind dann noch Designelemente hier. Der wird hier drunter sein und da drunter wohnt dann der Magnet. So, das heißt, der Magnet muss irgendwo in diesem Bereich hier raufflappen. Das kann ich allerdings schon mal vorbereiten. Und zwar hat mir irgendwo, ja, ich muss mal zwischendurch mal gucken, ob die Aufnahme noch läuft. So, wir distressen das mal. Also ich hätte mir extra hier das grüne Teil hingelegt, die grüne Schneidmatte, damit ich sehe, bis vorhin der Bildschirmausschnitt noch läuft. Ich guck mal. Ah, meine Kamera hat sich ein kleines bisschen geneigt. So ist vielleicht besser. Könntest du mal da bleiben? Vielen Dank. So, da habt ihr ein bisschen mehr von, dass ihr dann wirklich alles seht. So, auch das jetzt wieder ein Beispiel für, wenn ich das jetzt mal eben auf Englisch raushauen, müsste ich einfach wirklich nachdenken. Ne? Also nicht, dass ich was gegen Nachdenken hätte. Nur ist anstrengend. Nur, also Video zweisprachig zu machen, ist anstrengend, das ist ganz klar. Ein Video englischsprachig zu machen, ist auch anstrengend. So. Das ist mir auch eine Überlegung. Man könnte es theoretisch auch zweisprachig machen. Dass man es gleich Deutsch und Englisch macht und ich dann die Sätze doppelt sage, aber das ist, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist noch anstrengender. Jeder mit Erfahrung. Teilt sie gerne mit mir, wenn ihr damit Erfahrung habt. Oder es schon mal ausprobiert oder drüber nachgedacht oder irgendeine Meinung dazu habt. So, genau. So, das Schatzi klebe ich hier gleich auf.
werde mir allerdings, bevor ich das aufklebe, also erstmal mache ich den Mechanismus, den Magnetmechanismus hier drauf, das ist klar. Ich werde aber auch die anderen Flaps erstmal zurecht machen, damit ich mir das einmal anlegen kann, bevor ich es festklebe. Achso, jetzt habe ich das nur auf einer Seite, das Just ist auch Banane, beidseitig macht schon Sinn. Und richtig rum dann den Magnet und das Klebdings darauf zu setzen, macht auch total Sinn. So, auch jetzt wieder Magnetcheck. Das wohnt hier. Es flappt so. Dieses Ding hält den Magneten. Also so rum. Ist hier der Magnet in der Mitte. Und hier lege ich den dann auf der Mitte und lege den Magneten dahinter. Jetzt ist wieder die Quizfrage der Quizfragen. Dann mache ich das wieder mit einem kleinen und einem großen. Komm her. Komm mit, du frierst. Ne, weil es muss im Endeffekt wieder hier durch. So. Und dadurch. Ne, das reicht. Dann tun wir so. Und packen den Magneten in die Mitte von dem Tab. Schön, dass noch ein bisschen Papier drumherum ist, dass das ganze Viech dann festhält. Es ist im Übrigen gut möglich, dass meine Tochter hier gleich reingestiefelt kommt, weil ich vergessen habe, mein On-Air-Schild aufzuhängen. So, nochmal verifizieren. Das muss da wohnen. Also muss dieser Tab auf diese Seite hier. Versuchen wir das mal möglichst mittig zu machen. Das heißt, ich lege ihn jetzt hier gerade an meine Schneidmatte an. Und kriege das nicht richtig hin. Ich lege es mal in meine andere Schneidmatte an, die ein bisschen... Ja, okay, vielen Dank. Was ich damit sagen wollte, ist, ich wollte den Tab so ein bisschen hübsch in der Mitte machen. Und nicht so schief, wisst ihr? Schief kann jeder. Ich will nicht schief. So, jetzt drücke ich den ein bisschen an. Natürlich haben wir hier eine Erhöhung jetzt drunter. Na, das ist so. Das fällt unter ISO. Man hätte das auch direkt unter das Blatt machen können, wenn man dran gedacht hätte. Hat man aber nicht. Und da man das nicht gemacht hat, muss man jetzt damit leben, wie es jetzt wird. Das heißt, es wird ein bisschen hier unter den Tab gedrückt. Und der Tab, der wird drumherum ein bisschen modelliert, damit es hält. So, dieser Kleber hält sehr gut. Allerdings habe ich, glaube ich, ein bisschen wenig genommen, wenn mich das nicht alles täuscht. Na, komm schon. Die Pinselspitze voll machen. Also entweder mal hält er nicht ganz gut, wenn man zu viel, und mal, wenn man ein bisschen zu wenig Kleber ran macht. Ich glaube, ich habe ihn ein bisschen sehr sparsam geklebt. Ja, weil wenn man zu viel macht, dann braucht man einfach ein bisschen... bis es dann getrocknet ist, man es benutzen kann. Und man schmiert dann manchmal aufs Bild und das möchte ich nicht. Das hinterlässt nämlich glänzende Streifen. Trocken zwar. Transparent, aber glänzend. So. Ja, ich habe mir gerade schon überlegt, ich werde am Anfang des Videos, werde ich einmal zeigen, was wir machen, bevor wir hier mit diesem Video starten, dass ihr euch dann vorher schon mal vorstellen könnt, worum es eigentlich geht. Ja, nicht so Wundertüte. Ich habe jetzt zwar eben von Wundertüte gesprochen und wir machen das so, dass ihr hinterher erfahrt, was es wird,
Aber ganz ehrlich, wer guckt sich denn eine Stunde Wundertüte an, um danach zu erfahren, dass das, was man hier gebastelt hat, dass man das gar nicht machen will. Deswegen, ich zeig's euch vorab. Ich zeig's euch vorab und dann. Und dann. Genau, so. Hallo? Könntest du bitte nicht da kleben, wo du nicht kleben sollst? Ich finde das so ganz gut. Das ist so, wie ich mir den Flap vorstelle. Und jetzt nehme ich hier mal, neben der Kamera habe ich Klemmen. Und klemme sie mir mal da dran. Und dann kann ich den Magneten nämlich auch kleben. Den, der auf dieser Seite wohnen soll. Dann bleibt er nämlich auch da, wo er hin soll. So, nun komme ich wieder in die nächste Verlegenheit hier. Mein Blatt Papier wieder neu zu machen. Auch hier habe ich wieder. Nee, da habe ich ein breiteres Papier genommen. Fällt mir gerade auf. Dann muss ich das nochmal ausmessen. So, einmal Kleberreste weg. Wo ist mein Geodreieck hin verschwunden? Ohne das Geodreieck habe ich aufgeschmissen. So, wir sind bei. Ach komm, ich messe mal komplett. 12. 12 mal. 12 mal 16. 11 mal 16, wie wir es eben hatten. Schneiden wir mal. 12 mal 16. Um das Papier aufzudoppeln. Nachher nochmal wieder, weil ich garantiert wieder irgendwo das Thema Magnet vergessen habe. Ich habe mir die Markierung auf dem Blatt gemacht. Ne? Ist nicht so, dass ich es nicht gemacht habe, Leute. Es ist nicht wie bei armen Leuten. Ich habe vergessen, die Markierung zu machen. Nein, nein. So. Oh, heute Morgen, ich bin seit 6 Uhr wach, obwohl ich Urlaub habe, weil ein kleines Katzentier bei uns vom Schlafzimmerfenster stand und miaute. Wir schlafen im ersten Stock. So. Nach dem Miauen dachte ich mir schon, gestern hatte ich das Gefühl, als wäre die Katzenklappe schon so ein bisschen desolat, also dass die Katzen, die normalerweise per Chip-Erkennung reinkommen, irgendwie sich total gefreut haben, als ich die Haustür aufgemacht habe. Da dachte ich so, ist mit der Klappe irgendwas nicht richtig? Gucke ich mir denn heute mal in Ruhe an. So, auf jeden Fall stand Rumi unten am Schlafzimmerfenster und hat gejault. Kläglich miaut, sozusagen. Und dachte ich so, ja, ich sollte auf jeden Fall die Klappe überprüfen, weil wenn er da schon steht und miaut, dann wird das irgendwie wahrscheinlich den Grund haben, dass er nicht reinkommt. Also wir haben Sommer, es ist schönes Wetter. Wenn Rumi nicht reinkommt, dann hat Rumi davon keinen großen Schaden. Es ist halt, wie gesagt, es ist schön Wetter. So, jetzt klopft es an meiner Tür und ich bin am Video drehen, deswegen wäre es schön, wenn du wieder zumachst. Ich habe vergessen, das Schild aufzuhängen. Vielen Dank. Der Blick war eben auch herrlich. Auf jeden Fall stand dann Rumi da. Und als er gemerkt hat, dass wir uns noch nicht so richtig rühren, weil er sagt, oh, ist echt früh, wenn man Urlaub hat. Ist echt früh. Dann hat er das Schicksal in die eigene Hand oder in die eigene Pfote genommen und ist auf wundersame Weise hoch zu unserem Schlafzimmerfenster geklettert. Ja, wir wohnen im ersten Stock. Nein, wir schlafen im ersten Stock. Ja, er ist auf jeden Fall angekommen und stand dann kratzenderweise an dem Fliegengitter. Das heißt, davon bin ich dann endgültig komplett aufgewacht. Habe dann das Fliegengitter ein bisschen zur Seite gemacht und den armen kleinen Kater reingelassen. Völlig unterzuckert, verhungert, was auch immer.
Jedenfalls in seiner Welt. Und dann war der Kater dann erstmal bei uns im Schlafzimmer. Nach einer kurzen, gemütlichen Kuschelsession hat er dann erstmal das Schlafzimmer unsicher gemacht und ich bin aufgestanden. Dann war mir das zu wild und zu laut. So. Wir haben unseren Flap hier fertig. So, einmal gerettet, dass man den Magneten vergessen hat. Das hier klappt hoch und wohnt dann hier so drauf. So, ich mache jetzt mal eine kleine Pause, gehe mal eben zu meinem Töchterlein. Und dann werde ich das hier zusammenkleben für euch. Ich werde es eine Sekunde sein, bis ich wieder da bin. So, zurück am Basteltisch. Dann schnappeln wir uns mal die anderen Flaps, die hier zu diesem Kaskaden-Teil werden. Also das sieht, wenn das fertig ist, ist das sehr, sehr cool. Wie gesagt, ihr werdet es ja dann schon gesehen haben, wenn ich hier vorne eine kleine Mini-Einleitung mache, im Sinne von, ich blätter einmal durch und sage, darum geht es heute. Das soll dann auch reichen. So. Ich will euch nicht zu sehr verwöhnen, dass ihr nicht hier immer alles obermundgerecht bekommt. Nein, ihr seid ja selbst, zum großen Teil seid ihr selber auch Bastler. Und habt auch Spaß an selber ausprobieren und gucken. Allerdings ist das, ich habe gerade schon geguckt, ich bin schon bei 39 Minuten. Und das wird eine wirklich lange Wundertüte. Und das wäre ein bisschen unfair, wenn ihr hinterher feststellt, voll das langweilige Ding. Hätte ich mir das mal nicht angeguckt. Nee, das will ich euch gerne ersparen und dementsprechend kriegt ihr von mir die Info. So, und ich kann euch mal zur Seite legen. Oh Gott, bin ich blöd. Wisst ihr was? Ich habe das tatsächlich so gemacht. Ja. Ja, im Eifer des Gefechts, aber ich kriege das auch noch anders hin. Dieser Streifen sollte da drunter. Ne? Wisst ihr Bescheid? Dieser Streifen sollte da drunter, sehe ich gerade. Aber da kann man sich auch mal helfen. Und ein bisschen das wieder hochhebeln. Dass man wenigstens. Fake it until you make it, also tu so, als sollte das so. Ich hebe das jetzt einmal ein bisschen hoch hier. So, jetzt habe ich das ein bisschen hochgehoben, dann kann nämlich hinterher, kriege ich den Flap hier noch drunter. Dann klebe ich es wieder fest und tu so, als sollte es schon immer so gewesen sein. Genau. Fake it until you make it. Manchmal muss man ein bisschen fuschen. Oh Leute, ich muss gerade über mich selber lachen. So, du wärst der erste Flap hier oben. Du wärst der zweite Flap da drunter. Hier kommt der dritte Flap. Hier kommt der dritte Flap. Gut, ich weiß gar nicht, warum ich das hier mache. Das klebe ich fest, aber egal. Manchmal möchte der kleine Monk, ich habe keinen großen Monk, ich habe einen kleinen Monk. Oh, ich habe ein bisschen schief geklebt, egal. Manchmal möchte der kleine Monk das gerne überall distressed haben, auch auf der Klebeseite. Ja. Mal gucken, ob ich dann. Ah, ich glaube, ich mache das so. Ich mache jetzt erstmal dieses Zusammenbau-Tutorial mit euch fertig. Wie gesagt, Maße. Oder meinen Anleitungsbogen, den ich auch selber wieder benutzen würde, wenn ich das Nachbau, den bekommt ihr, wenn ihr mir schreibt. Facebook oder E-Mail. Natürlich müsst ihr dafür das Video gesehen haben, um auch die E-Mail-Adresse gehört zu haben. Da. Sollte mir jemand in die E-Mail, in die Kommentare schreiben, pack doch bitte mal die Maße hier rein. Das ist viel und ich muss dafür einige Erklärungen schreiben. Von daher schreibt mir bitte bei Facebook oder per E-Mail an varialofspaper@gmail.com. Ich hätte gerne die Anleitung oder den, ja, doch, die Anleitung, ne? Anleitung und Maße. Können wir auch gerne Klaus schreiben.
Dann schicke ich euch das zu. Kann ein paar Tage dauern, weil ich bin nicht jeden Tag und immer am Rechner. Wobei ich bin viel am Rechner, aber nicht viel in den E-Mails unterwegs oder nicht täglich und stündlich. Da nehme ich mir ein bisschen Zeit, ein, zwei, dreimal die Woche, dass ich die Sachen mache, die sich da angestaut haben. So, jetzt habe ich hier so ein Dings, was ich nicht witzig finde. So. Ein kleinen Kleberrest, diese kleinen Klebeäumel, die hängen dann irgendwie am Papier rum. Und manchmal lassen sie sich nicht mit dem Fingernagel entfernen. Böse. Ja. Also, wenn ihr mir schreibt, ich freue mich sehr. Wenn ihr Interesse daran habt, gebe euch das gerne weiter. Ich habe da kein Patent drauf, ich habe es selber nur abgeguckt. Sollte diejenige, die das gemacht hat, hier zuschauen und feststellen, boah, das habe ich ja gemacht. Das hat die von mir gekauft. Hey, melde dich gerne. Ich gebe dir gerne Credits. Ich habe nur leider vergessen, wer du bist. Und wenn ich mich recht entsinne, hat mir auch kurz geschrieben, dass du gar keinen YouTube-Kanal oder ähnliches hast. So, ihr seht, untere Flap, schnapp. Nächste Flap, schnapp. Wieder nächste Flap, schnapp. Letzte Flap, schnapp. Dann soll ich mit der ersten anfangen. So, wir haben die erste mit dem Magneten und die kommt nämlich ganz oben an die Kante, und zwar richtig an die Kante. Sonst habe ich nämlich keinen Platz mehr für die anderen. So, bei dem Kleber ist ein bisschen ärgerlich, also ich liebe den. Ich, wie gesagt, ich habe immer das Gefühl, oder andere fragen mal so, trinkst du den? Weil ich kaufe den immer gleich im 6er oder 8er Pack. Bestelle ich den dann. Nur es ist halt so, der ist nicht Lösungsmittel, der ist lösungsmittelfrei in dem Sinne. Und hat halt die Eigenschaft, dass er doch, er ist sehr dick, das heißt, er wählt das Papier wenig, aber er wählt es dennoch. Also nicht. Versteht ihr, was ich meine? So. Das werde ich hinterher, werde ich das wohl mal beheben mit Zauberkraft. Also irgendwie. Ja, ich habe schon eine Idee, was ich damit mache. Das ist das Blöde, wenn man hier die Distress-Farbe benutzt. Ich meine, ich liebe diese Farbe, also keine Frage. Keine Frage, ich liebe diese Farbe. Dennoch, wenn sie feucht wird, zum Beispiel durch Kleber, dann verursacht sie Streifen. Oder kann irgendwo anders drauf abfärben. So, wir kommen jetzt hier gerade von Hölzchen auf Stöckchen, ne? Nur das ist der Spaß an so einem Bastelvideo, dass man von Hölzchen auf Stöckchen kommen kann und darf. Ein bisschen Krümel hier weg. Ist ja mein Video, ihr müsst es ja nicht gucken. Ihr könnt auch vorspulen, ihr könnt mich auf doppelte Geschwindigkeit drehen. Macht, was ihr nicht lassen könnt. Ihr könnt mich stumm schalten und mir einfach zugucken. Die alte sabbelt mir zu viel. Nochmal stumm. Okay, hier ist es ein bisschen verschoben. Es ist gut, dass ich das merke. So. Wenn was runterkommt, dann mit dem Spachtel. Wenn nicht, dann nicht. So. Flap 2. Und jetzt kommt Flap 3. Jetzt kriegt ihr ein richtig schönes Zusammenbau-Tutorial. Also hätte ich das Ganze noch mit Ausschneiden und Dekorieren irgendwie gevideot, gefilmt, dann hättet ihr hier mal, keine Ahnung, 4 Stunden Filmmaterial Minimum. Es ist halt echt aufwendig, weil es viele Formen hat, viele Größen.
dann musst du es erstmal dekorieren und dann musst du es, also in meinem Fall jetzt hier, weil ich diesen Kleber benutze, auch noch plätten, damit es funktioniert. Und nicht so wellig ist. Wie gesagt, es ist nicht schlimm wellig, aber es ist halt ein bisschen wellig. So. Ich nehme uns das hier mal zurecht. Eins, zwei, drei. Na komm, Flap Nummer vier. Yippie. Wisst ihr, was ich jetzt wieder vergessen habe? Ich Nase. Ich habe vergessen den Flap, also den anderen Flap. Ich zeige es euch gleich, was ich vergessen habe. So, ich werde auch entsprechende Warnhinweise auf meine Anleitung packen. Denk an die Magnete, denk an die Verschlüsse. Aber wie man sieht, bin ich darin sehr gut, die zu vergessen. Allerdings ist mein Vorteil, ich bin auch sehr gut im Improvisieren. Und ihr kriegt dann direkt live mit, wie es ist, Sachen zu vergessen und improvisieren zu müssen. Das soll nicht euer Schaden sein. Ist eher meiner, dass ich es nochmal machen muss. Oder nein, nicht nochmal, aber dass ich es korrigieren muss und mir da echt was ausdenken muss. So. Und zwar ist das so, dass ich hier drunter unter dieses Ding hätte ich den Flap machen müssen. Oder unter dieses. Ich glaube, unter dieses wäre noch cooler. Na, das ist aber blöd. Weil, also jetzt habe ich ja hier das Bild, das passt ja ineinander. Ihr seht es, also die 1, 2, 3, 4 gehören zusammen. Das gehört wiederum zu dem hier, was ja hier so schön wohnt. Ja? So, machen wir mal Folgendes. Jetzt wollen wir erstmal unser Teilchen hier distressen. Alle Himmelsrichtungen. Machen wir das mal einfach. Einfach frei Handrettung des Oberflaps. Dann wäre es Oberflap. Ein bisschen Spaß muss sein. Foxy einmal rüber. Zack. Ist nicht schön, aber ist Englisch, ne? Ein schief ist es auch nicht geworden. So, und das Ding, hatte ich ja gerade gesagt, hatte ich mir hier wieder aufgemacht. Werde das jetzt wieder retten. Dafür brauche ich einen kleinen Pinsel. Ich hoffe, dass es hält. Wenn ich hier nur so einen kleinen Bereich drunter klebe. Wie gesagt, ihr dürft alle Fehler, die ich hier mache, belächeln und nicht machen. Okay? Mann, ist sie doof, hat sie vergessen, die Lasche dran zu machen. Ja, passiert. Das kann die besonders gut. Laschen vergessen. So. Jetzt werde ich mal gucken, dass ich das mittig hinkriege. Also ich traue jetzt hier meinem Augenmaß nur bedingt. So. Ich habe das einmal kurz an meine große Unterlage hier, an die große Schneidmatte gehalten. Damit es wirklich mittig ist. Sonst, also wenn das schief ist, sieht es echt blöd aus. Kann man nicht anders sagen. So. Zack. So, jetzt machen wir auch hier. Gucken wir mal ein bisschen nach der Mitte. Aber das hier dreht sich natürlich mit dem Magneten, ne? Ist klar.
Jetzt kommen meine Klemmen wieder zur Geltung. Oh, mein Kabel sollte eigentlich nicht runter. Das ist mein Ladekabel, was hier mit an der Kamera festgemacht ist. Das möchte gerne oben bleiben. So. Gucken, dass man es hier halbwegs parallel hat. Na, komm schon. Ganz gut aus. Naja, vielleicht mal eine dritte dran. Besser ist das so. Tragen jetzt nicht so mega auf. So, im Endeffekt bin ich auch hier. Sieht das recht mittig aus. Ich hätte jetzt die Wahl. Ich könnte jetzt das hier mal drumherum legen. Unten habe ich nicht viel Platz und da müsste ich dann einen Tab dran machen. Oder ich könnte das umklappen. Einmal rundherum. Und dann den unteren Streifen erneuern. Ich glaube, das mache ich so. So. Das Schatzi klappt dann hier drunter. Na komm schon. So. So ist das dann. So, bevor ich diese Seite als fertig deklariere, kann die Klammer wieder gehen. Mache, werde ich einmal distressen. Einmal die Kante hier, das ist klar, einfach, easy peasy. Dann brauche ich einen neuen Streifen hierfür. Im Endeffekt klebt ja das hier mittig drauf. Und hier kommt ein neuer Streifen, Sonnenblume drüber. Ja, dann machen wir doch erstmal so. Geben wir erstmal die Dinger da drauf, weil ich habe ja hier habe ich ja auch noch ein bisschen was zum draufkleben. Das machen wir mal als allererstes, die Deko fertig. Und dann können wir das drüber kleben und dann suchen wir uns einen neuen Streifen mit Sonnenblume. Das wird ein ziemlich langes Video, habe ich das Gefühl. Ich überlege schon, ob ich das jetzt am Mittwoch, also von heute aus gesehen morgen, rausbringen. Oder aber, ob ich das Sonntag bringe. Der Vorteil wäre, wenn ich das jetzt Mittwoch raushaue, könnte ich Sonntag die einzelnen Elemente für George nochmal nachbasteln. Und dann auch mitschneiden und mit anpassen. Meint, George hat eine ganz andere Form und eine ganz andere Größe als dieses Büchlein hier. Und für George müsste ich das dann in einer anderen Größe umrechnen. Das heißt, ich könnte euch gleich zeigen, wie ich sowas mache mit so einer Umrechnerei. Übrigens, das ist der Punkt, wo man Dreisatz braucht. Falls Menschen hier zugucken, die sagen, was ist ein Dreisatz? Meine Tochter. Mathe. Ja, Mathe ist so ein Kapitelchen für sich. Ich sag mal so, man braucht nicht so mega viel, aber Dreisatz braucht man wirklich. Zum Beispiel, wenn man hier umrechnen möchte, wie die Größen passen. Ja, man kann den Taschenrechner benutzen, aber man muss trotzdem den Weg kennen, weil sonst wird man da nicht hinkommen zu dieser Erkenntnis. Gott, halte ich jetzt hier einen Mathe-Vortrag. Geile Sache. Hätte ich auch nie gedacht. Ich war schon froh, als ich im Mathe-Abi oder in meiner Abiturprüfung Mathematik, als meine Lehrerin zu mir kam und sagte, boah, ich bin ja so ein bisschen enttäuscht, da ist mir schon das Herz in die Hose gerutscht. Und ich dachte, shit, 0-Punkte-Kurs, das wäre ungünstig. Ja, ich bin ja so ein bisschen enttäuscht. Du kannst das ja viel besser. Und sie mir dann eröffnet hat, dass ich 6 Punkte geschrieben habe.
Und meine Mathelehrerin und ich, wir waren nie so richtig gute Freunde. Nie so richtig gut. Und da habe ich echt ein Fass aufgemacht. Da war ich wirklich höchst erfreut, 6 Punkte geschrieben zu haben. So. Weil ich muss jetzt hier wirklich mal das Lineal anlegen, das reicht mir das hier. So, 6,4. Dass ich wenigstens so einen Hauch von Idee habe. Aber wenn ich das jetzt hier schief mache, dann sieht das auf der anderen Seite wieder mistig aus. Normalerweise mache ich das ganz, ganz viel mit Augenmaß. Und wenn man das hier mit Augenmaß macht, dann werden so viele Sachen schief, die einfach wirklich dann auch blöd aussehen. Also im Junk Journal an sich. Ne, wenn man Junk Journal macht, es darf hier und da und dort überall schief und lustig und krumm und bunt sein. Nur sowas hier, wenn man das irgendwie schief vergeigt, ne? So. Das müsst ihr jetzt tun. So. Jetzt habt ihr hier mal ein bisschen was aus meinem Nähkästchen. Was ist, wenn man es nicht so gut macht, wie man sich das vorstellt? So. Magnet flappt, hält. Freude, Freude. Nun müssen wir nur die Hinterseite retten, ne? Also hier sieht das jetzt natürlich Banane aus. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm, wenn man noch Papierstreifen hat oder sich schneiden kann, wenn man sie findet. So, ich glaube sogar, das ist das. Ne, ist nicht das gleiche, aber es ist sehr ähnlich. Ich schneide mal. So, und dieser Papierstreifen ist 4x12, oder? Ja. Mal 11. 4x11. Ein Papierstreifen namens 4x11. Ich mache das jetzt einfach so. Ja, die Reste kann man natürlich noch wunderbar benutzen. So, wunderbar kann man die benutzen. Auf 11 schneide ich schon mal. Und guck mal, wie viel, welchen Teil ich davon haben will. Welchen Teil ich davon haben will. So, weil das wäre jetzt nämlich der Ausschnitt. 4. Gar nicht so schlecht, ne? Gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Dann sei es so. Firma 11, fixed distressed. Schaden behoben, meine ich Schaden, sondern Unachtsamkeit. Unachtsamkeit. Ich guck mal, dass ich das dann so aufschreibe, dass ich euch da eine kleine Warnung irgendwie dran zimmer. Mal hier ist noch ein bisschen Drucker, was alles falsch gelaufen ist. Drucker Antwort auf, warum druckst du von meinem Computer nicht? Dann hat mein Mann mir das gedruckt, hatte aber das Papier doppelt benutzt, weil einmal leider auf meinem guten Papier die Antwort des Druckers bekommen hat, warum er nicht gedruckt hat. So, jetzt müssen wir das hier einmal 1:1 draufzimmern und das verschwindet dann dahinter. Als wäre nie was passiert. Die Seite haben wir fertig. Flip. Flip, flap. Magnet hier, Magnet da.
jetzt muss ich doch ein bisschen lachen. Wisst ihr was? Hier sollte eigentlich noch so ein Papierstreifen drunter mit Sonnenblumen. Aber mein Gott, jetzt ist er nicht da, weil ich wieder zu schnell gemacht habe. Ich habe wieder zu schnell gehandelt hier, wa? So, hier habe ich nämlich auch noch die Punkte, die muss ich auch noch irgendwie unterbringen. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir die andere Seite auf die Reihe kriegen. Und auch da und auch hier. Hier bin ich nämlich wieder bei dem anderen Flap, der auf der anderen Seite reinkommt. Habe ich wieder die Klamotte geschafft, den Magnet nicht anzubringen auf der Rückseite. Das heißt, auch diese weiße Karte muss ich mir gleich nochmal machen. So. Das ist der eine Part. Ich gehe jetzt mal meine Sachen holen, die ich noch geplättet habe. Beiden Einschubkarten sind noch am Fletten. Jetzt habe ich hier die Sachen, die ich hier falten will. So, da haben wir dieses, da haben wir jenes und da haben wir die Tasche für die Mitte. So, die Tasche für die Mitte hatte ich sogar schon distressed, ein Traum. So, schwuppdiwupp. Dann haben wir. Ist es dann tatsächlich wieder so, dass ich das zu klein gemacht habe? Warum auch immer. Also das kommt hier hin. Ja. Muss ich das noch ein bisschen nachschneiden. Und zwar ist das so, dass ich hier. Ich weiß nicht, warum man eines Schneidebrett. Ist ein bisschen schief vielleicht. Dementsprechend, aber nicht mit dem Fiskrasbrett oder mit meiner Guillotine schneide. Das macht einen Unterschied. Ich hätte es nicht gedacht. So, du kommst hier jetzt drauf, ne? So, ihr seht, es ist ein Millimeter länger, dieses Teil, als dieses Teil. Was jetzt aber durch das, wie ich es geschnitten habe, nicht so schlimm ist. So. Und das hier klappt dann so rum. Jetzt schaue ich mir nochmal den Part mit den Magneten an. Nee, hier ist kein Magnet da. So, hier ist nur ein Magnet drin. Ah, okay. Hier oben ist ein Magnet drin, der nach da oben geht. Das heißt, Moment, ich muss mal kurz nachdenken. Der Rückseite dieses Dingens. Also hier ist ein Magnet. Das ist so. Das ist so. Das klappt hier ein. Und es klappt so. Zack. Und hier ist ein Magnet, der auf diesen Magneten klappt. Oder habe ich den außen? Ich könnte natürlich auch, um mir das jetzt hier nicht schon wieder zu zerlegen, kann ich mir jetzt auch hier noch einen Magneten drauf machen, weil hier war ich schlau genug, es zu lassen, also noch nicht drauf zu kleben, weil da nämlich diese beiden Flap-Teile noch drauf kommen, die ja irgendwo auch andocken müssen, ne? Ist klar. So. Das heißt, wenn ich einen starken Magneten hier hin mache, einen starken Magneten hier auf die Rückseite, mal gucken, was dahinter ist, dann müsste ich mir
hier das Papier nochmal neu machen. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ich würde jetzt ungern mein Dingens zerstören. Hier, dann würde ich nämlich da und da. Ja. Und wenn ich da und da, dann kann ich, glaube ich, auch die starken Magnete nehmen. Dann nehme ich die starken Magnete. Weil es nämlich... hier dann wohnt. Na komm schon. So. Es wohnt hier oben. Nee, gar nicht. Es wohnt da oben. Es wohnt da oben. Zack. Und es wohnt... hier oben. Hallo? Nee. Also, oben. Ich muss einfach echt die Stärke ausprobieren, dass ich mir nichts zerreiße. Wollte ich gerade noch sagen. Die Schatzis sind echt anstrengend. Sagen wir mal so, es ist wirklich ganz schön stark. Andererseits ist da auch eine ganze Menge Papier dazwischen. Also an der Stelle nehme ich die starken. Ende der Durchsage. So, jetzt habt ihr auch live und in Farbe ein Magnetschauspiel bekommen. Wollen wir mal das ganze Chassis zusammenzimmern. Wie gesagt, wenn euch das zu lange dauert, ne? Also ich mache vorne ein kurzes Flip-Through, dann habt ihr das. Dann wisst ihr auf jeden Fall, wie die Mechanismen funktionieren. Und dann könnt ihr da nach Herzenslust basteln. Muss man mal gucken, dass ich noch im Bild bin und dass mein Handy nicht irgendwann aufgibt, weil das sagt, mein Speicher ist voll, mein Akku ist leer, die Welt ist schlecht. Das ja, oder vielleicht mache ich davon noch zwei Teile, aber das ist eigentlich auch Banane, ne? Wie lange bin ich denn jetzt am Filmen hier? 32, ja gut, jetzt bin ich schon über eine Stunde. Ja, das ist natürlich auch eine Nummer, ne? Jetzt bin ich schon ein gutes Stück über eine Stunde unterwegs hier. Jo. Oh mein Gott, machen andere auch, ne? Wenn ihr jetzt nicht gucken wollt, dann guckt das halt nicht. Veranstaltung hier. Wobei ich mich immer sehr freue, wenn ihr meine Videos schaut. Nur ich glaube, wenn ich hier die Teile, also die rechte und das rechte und das linke Element einmal für George aufbereite und euch dann entsprechend in zwei Hälften präsentiere, dann habt ihr ein bisschen mehr davon. Oder dann wisst ihr auf jeden Fall die Rechnerei. Und dann wisst ihr, wie ihr das auf eure Werke umlegen könnt. Ne? So. Hatte ich schon gesagt, habe ich noch nicht. Nee. So. Distress Teil 1. Das kann ich auf jeden Fall schon mal machen, ne? Also bevor ich jetzt das nächste Teil distresse, lege ich das hier schon mal dran. Und ich werde natürlich jetzt auch auf der Seite keinen Sonnenblumenstreifen mehr anbringen, wie ich das ursprünglich mal vorhatte.
Ich habe es einfach vergessen. Also in dem Original ist rechts und links noch so ein Streifendesignpapier, sehr schick. Einfach quasi da, wo man den Einschub hat, also die Taschen rechts und links, ist nochmal ein schöner Streifendesignpapier, den ich mir auch zurechtgeschnitten hatte, dann aber auf meinen Papierstapel verfrachtet. Naja, müsst ihr dann im Endeffekt selber wissen. Das gehört dann zur Deko und alles, was zur Deko gehört. Naja, ich meine, man kann ja auch mal den falschen Streifen bekleben, ne? Das muss eigentlich so rum. Fällt unter Shit Happens. Ihr kriegt heute die volle Ladung von Sachen, die mal so oder mal so laufen können. Ich hätte die Innenseite bekleben müssen, nicht die Außenseite. Weil mir das jetzt zu lange ist, den Kleber abtrocknen zu lassen, mache ich das einfach so. Ich klebe ihn auf ein weißes Blatt Papier. Schneide einmal dran lang. Habe dann einfach das Ganze ein bisschen aufgeröppelt, was dem Einschub keinen Abbruch tut, ne? Muss man dazu sagen. Dem Einschub tut das gar nichts. Das wird auch so noch funktionieren. Wunderbar. Ja. Ich glaube, ich nenne das Video Sonnenblumen. Buch-Tutorial mit diversen Rettungsaktionen. Das ist eigentlich ganz gut, weil ich meine, es ist ganz ehrlich, wenn man hier diese ganzen Hochglanz-Tutorials sieht, die super cool sind, wo die Leute sich richtig Mühe geben, es sieht mega aus, die Sachen funktionieren, kein Fehler dabei, da ist nicht mal irgendwas schief geklebt oder schief geschnitten. Ist mega, ist aber auch ein bisschen einschüchternd, finde ich. Also jetzt für Menschen, die jetzt gerade erst anfangen mit sowas, die denken sich auch, wow, wie krass, die machen nie Fehler. Und ich finde einfach, das gehört dazu. Fehler machen gehört dazu. Ich bin gerade heute mit diesem Video das beste Beispiel. Und ich werde dieses Video hochladen. Ihr werdet wahrscheinlich ordentlich was zu lachen haben. Also nicht nur wahrscheinlich. Also bis jetzt habt ihr ja schon ein bisschen was zu lachen. Weil ich das ein oder andere vergessen und vergeigt habe. Aber das gehört einfach zum Junk Journal dazu oder zum Bücher machen. Das ist jetzt hier nicht unbedingt ein Junk Journal, was ich mache. So. Oh Mann. Der Flap flappt so rum. Das heißt, er flappt so rein. Das heißt, ich muss diese Seite mit Kleber bestreichen und nicht die andere. Fehlermanagement 3.0. Das ist einfach. Es ist einfach so. So wichtig ist einfach, dass man nicht gleich einen Wutanfall kriegt, den ganzen Krempel zusammenknüllt und wegschmeißt und neu anfängt, weil das ist einfach schade drum. Ihr habt super viel Material benutzt und zurechtgeschnitten und ihr habt euch bis jetzt, also wenn ihr so weit gekommen seid, wie ich jetzt hier gekommen bin, bis dahin habt ihr euch schon super viel Arbeit gemacht, super viel Mühe. Und warum sollte man das dann jetzt wegschmeißen? Na, also bleibt dabei, bleibt dran. Ihr habt das schon gut gemacht. Und ihr habt jetzt gerade mal gratis von mir die Möglichkeit, eine Rettungsaktion bekommen. So. Mein Tisch sieht aus wie Chaos. Ich muss ja auf jeden Fall nachher mal ein neues Papier draufpacken. Und die Krümel wegmachen. So, also diese Flap hier funktioniert schon mal. Bevor ich es vergesse, das hier kommt dann auf die Seite. So. Werde ich jetzt hier den Magneten draufkleben. Damit ich nicht nachher wieder Spaß mit Magneten habe.
Aha. Also. Sprechen wir nochmal über das Thema Magnete. Die haben ja eine positive und eine negative Seite. Rot und blau, wie ihr das ja aus dem Physikunterricht kennt. So. Die ist allerdings nicht rot und blau. Das heißt, man sieht nicht, welche Seite wie magnetisiert ist. Ihr klebt erstmal einen Magneten auf. Den anderen lasst er sich an der Stelle, wo er hingehört und auf der Seite, wo er hingehört, seinen Weg suchen. Das heißt, der wohnt jetzt erstmal hier. Ich schnapp mir den Teil jetzt und distress den einmal. Kleber gefüllt hier mit. Wie gesagt, hier werde ich nochmal das eine oder andere bisschen verschnörkeln. Das ist ein schönes Video für Mittwoch. Und dann tatsächlich am Sonntag mindestens mal ein Teil, wie sieht das denn in George aus, zu bringen. George ist an der Stelle sehr geduldig und wird die eine Hälfte bekommen und dann die zweite Hälfte. Ja, es ist halt sehr dick, ne? Also ich habe jetzt hier den Inhalt von einem kompletten Buch, ne? Also ein kleines Sonnenblumen-Notizbuch. Ihr werdet sehen, wenn es fertig ist, wie es dann ausschaut. Das kann ich bei George nicht auf eine Doppelseite packen. Also ich werde das mit zwei verschiedenen Designs an zwei verschiedenen Stellen im Buch machen. So. Mein George, der wird ganz schön dick. George sollte ein bisschen Sport machen, jetzt schon, damit er das, was ich ihm verpassen möchte, auch wirklich vertragen kann. Weiß auch noch gar nicht, wie man das nennt. Eigentlich ist es ein Buch in einem Buch, wenn man es genau nimmt. Ja, wenn ihr die Möglichkeit habt, die Elemente vorzubasteln, euch die Magnete zu merken, wenn ihr eine Magnete benutzen wollt, also man kann das ganze Ding auch ohne Magnete benutzen. Das funktioniert. Man könnte auch Klettpunkte nehmen zum Beispiel. Das ginge auch. Nur wenn ihr die Magnete benutzen wollt, merkt sie euch vorher. Lasst mindestens, also wenn ihr die Seiten vorher plätten wollt, so wie ich das ja gemacht habe. Ich habe mir die ja alle schon vorgebastelt und geplättet. Ich habe sie einfach unter dicke Bücher gesteckt. Wenn ihr die vorher plätten wollt, dann lasst eine Lücke, wo der Magnet drunter kommt oder wo die Magnete drunter kommen. So, auch hier wieder der Flap nach innen. Das heißt, der Schlepp kommt hier drüber. Also ich mache jetzt einfach mal diese Lasche hier. Diese Lasche mache ich mit Kleber. So, also lasst dort, wo ein Magnet hinkommt, klebt es noch nicht fest. Das könnt ihr dann zum Schluss machen. Macht es so, dass ihr euch alle Elemente, die nicht irgendwie noch was halten müssen, vorklebt, also vordekoriert und das Ganze erstmal ganz in Ruhe nochmal plätten lasst. Ja, also das heißt, ihr habt vielleicht eine Blumenpresse oder eine Buchpresse oder ihr habt so wie ich dicke Atlanten, wo ihr das drunter, wo ihr das drunter packt. So, einmal Konzentration. Du gehst so, du gehst so. Das heißt, dieses Flap hier geht an diese Kante. Ich muss mich mal drehen. Ich bin jetzt einmal kurz aus dem Bild raus. Damit müsst ihr jetzt mal kurz leben. Jetzt kann ich sie mir zurechtrücken. Rechts und links mal 1 mm überstehen.
passt alles wunderbar aufeinander. Jetzt bin ich auch wieder im Bild. Es passt alles wunderbar aufeinander. Ihr seht, hier flappt es dann so rum, da flappt das so rum. Ihr habt hier so eine kleine Kante. Die zu dekorieren wäre wirklich irre. So, Magnet, bleib wo du bist. So, und jetzt ist es eigentlich nur noch da dran. Nur noch. Diesen Einschub hier unten zu machen. Holen das rüber. Hier genauso. Fangen wir erstmal mit der hinteren Ecke an. Schon mal Kleber drauf. Ja. Und wer sich fragt, ob ich immer so chaotisch bastel. Ja, mir fallen auch zwischendurch irgendwie einfach immer neue Sachen ein. Oder Sachen, ah, das wolltest du noch sagen, das wolltest du noch basteln. Jenes wolltest du noch, folgendes wolltest du noch. Daran habe ich mich bei mir selber gewöhnt. Wir kennen uns schon ganz gut. Ich und ich. Me, myself and I. Und im Endeffekt ist es, ja, es ist ein Teil von mir, dass ich einfach immer mal wieder auf dem Weg neue Ideen habe. Genauso wie diese Ecken jetzt hier so ein bisschen abzuschrägen. So, das gehört einfach dazu. Das gehört zu mir. Also ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die meine Art zu basteln wahnsinnig machen. Also, wenn sie selber so basteln müssten. Wenn ich euch wahnsinnig mache, dann frage ich mich, warum ihr mir zuschaut. Scheint ja doch irgendwie interessant zu sein. Oder wenigstens ein bisschen. Ich kenne aber genug Leute, die wirklich sehr schön und akkurat basteln. Und die auch wirklich sich vorher einen Plan machen, was sie in welcher Reihenfolge tun. Und sich furchtbar ärgern, wenn es so zu solchen kleinen Ausfällen kommt. Wie, scheiße, ich habe vergessen, einen Magneten irgendwo hinzupacken. Oder verdammt. Warum? Warum habe ich bloß vergessen, diese Halterung da anzubauen? Ja. Das ist auch völlig verständlich. Also ich habe da absolutes Verständnis für, wenn das jemand überhaupt nicht feiern kann. Und selber wirklich sich, sag mal, einen Plan mehr macht, lieber als da zu stehen und zu improvisieren. Bei mir ist das ein bisschen die Challenge gegen mich selber. Also nicht machst du, wie viel machst du falsch? Nee, es ist eher die Challenge gegen mich selber. Kriegst du das hin? Oder manchmal auch kriegst du das freie Hand hin? Ja, das kann auch so weit gehen, dass ich ein Tutorial anfange, was ich noch nie zuvor, selbst auch vorher nicht mal gebastelt habe. Also nicht mal als Tutorial gemacht, sondern was ich noch nicht einmal gebastelt habe. Und dann denke ich mir so, ach weißt du, bevor du das jetzt vorbastelst, bist du mal kein Frosch und machst mal direkt ein Tutorial draus. Dann kann es halt auch mal sein, dass ich euch hier nicht Hochglanz biete, sondern auch mal Sachen, die anders laufen. Ich habe da ja nicht so ein schlechtes Gewissen, muss ich sagen. So. So, Flippy Flappy. Jetzt muss ich mir gleich nochmal das eine Papier neu schneiden und hier gleich den Oberflap draufbauen, den ich ja auch noch den Magneten verpassen muss. Wo ich zum Beispiel hier einen Magneten reinpuzzeln, tüdeln muss. So, in die Unterseite. Entweder kriege ich das jetzt hier los, was beim Funkelkramkleber wirklich schwierig ist. Oder ich mache das so, dass ich einfach nochmal ein zweites Teil draufsetze. Das wird ein zweites Teil draufsetzen. Das heißt allerdings auch, dass ich hier nochmal so ein Oval hier machen muss. So, und wer sich fragt, wie man so eine Form schneiden kann, weil man kann sie nicht ausmessen so richtig, man kann sie auch nicht so richtig mit einem Kreisstanzer machen. Alles ein bisschen schwierig. Der kriegt gleich exklusiv hier das Tutorial verpasst. So, genau. Hier war ich nämlich auch noch dabei, dass ich das Ding auch ersetzen muss. Das heißt, ich brauche sowieso noch ein Stück Papier.
glücklicherweise weiß ich, wo es ist. Und die Gefahr, in diesem Raum Papier auszurutschen, ist recht groß. Ich habe mein Altpapier neben mir, aber manchmal treffe ich nicht. Und dann segelt ein Stück, was eigentlich abgeschnitten, eigentlich im Altpapier landen sein sollte, nachdem es abgeschnitten war, landet dann hinterm Altpapier. Und wenn man da schön drauf tritt, dann rutscht man auch mal. Das soll durchaus mal passieren. So, welche Größe haben wir hier? Wir haben, bist du? 11,5. Na, 11. 11,5 mal 11 möchte ersetzt werden. Und wenn wir schon dabei sind, also einmal hatten wir 11,5 mal 11. Und dann möchte dieses Stück da ersetzt werden. Das müsste das gleiche sein wie das, ne? Ja, also 11 mal 16. 11,5 mal 11 und 11 mal 16. Die beiden möchten neu. So schnell mit einem 11 cm Streifen. Und dann machen wir zwei 16er. Wer sich wundert, dass ich alles hier an einer Stelle mache, mein Schreibtisch ist nicht besonders groß. Und ich bin so ein bisschen auf den Platz in der Mitte, den ihr auch im Film sieht, angewiesen. Dass das funktioniert. So, filmt immer noch. Ich bin begeistert. So. Das werde ich jetzt im Schluss gleich machen. Wenn ich diesen Flap hier ab. Ich überlege gerade, wie ich das am besten mache. So, weil du möchtest nämlich, dieses Bild möchte nämlich komplett sein, ne? Hatte ich extra so geklebt, dass ich hier ein komplettes Bild bekomme. Mit ein bisschen Abstand dazwischen, das ist völlig in Ordnung. Achso, ich habe übrigens wunderschönes Designpapier von Etsy benutzt dafür. Digitalpapier. Wenn ich die Künstler finde, verlinke ich sie auch. Da habe ich diese schönen Sachen gefunden. So. Jetzt haben wir diesen Flap. Der kommt hier oben dann drauf. Also, nochmal, der kommt hier oben drauf. So, schwupp. Du kommst gleich dran. Und dieser Flap kommt hier unten drauf. Die will ich jetzt mal als erstes hier drauf setzen. Genau auf Kante. Auf Kante, das ist wichtig. So, wenn man diesem Mini-Flap hier nicht oder dieser Mini-Klebekante nicht traut, kann man natürlich auch sie länger machen und sie dann vorher, ich sag mal, dahinter setzen. Und zwar, ich lege es jetzt ja hier drauf, aber man könnte es auch auf die andere Seite des Blattes packen. Durchaus möglich. So. Ach komm schon. Sei nicht so ein Frosch. Ich weiß auch gar nicht, wo dieser Spruch herkommt. Sei nicht so ein Frosch. Hier ist wichtig, dass man beim Kleben darauf achtet, dass die Kanten aufeinander liegen. So,
jetzt sei halt nicht so ein Frosch, jetzt bleibt doch mal da kleben. Ja, ich bin sehr gespannt, was meine Oma dazu sagt. Weil ich schon mal in anderen Videos erzählt habe, habe ich immer mit meiner Oma zusammen gebastelt. Das heißt, sie ist eigentlich schuld an dieser ganzen Miserie. Sie ist schuld. Nein, wir hatten immer riesig viel Spaß. Und ich weiß nicht, ich habe, egal was ich mir ausgedacht habe, Oma hat nie gesagt, das geht nicht. Sie hat nur gesagt, lass mich mal überlegen, wie wir das am besten machen können. Na, nun ist Oma halt bald 95. Am 1.8. Und kann nicht mehr basteln. Oder nicht mehr so gut auf jeden Fall. Also ich weiß gar nicht, vielleicht kann sie basteln oder könnte sie basteln. Jetzt traut sie sich nicht mehr. Was heißt traut sich nicht mehr? Traut sich das nicht mehr zu. Oh, sie sagt immer, meine Finger wollen nicht mehr so. Und das haut nicht mehr so hin. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man sein Leben lang gebastelt hat, dass das einfach nicht weggeht, ne? Ja, auf jeden Fall möchte ich ihr so ein bisschen was zurückgeben von dem, was wir zusammen einfach erlebt haben, was wir zusammen gebastelt haben. Soll sie jetzt, sag mal, die Königsklasse hier erleben? Nein, Spaß beiseite. Junk Journal ist schon eine coole Sache. Und sie entspricht meiner Persönlichkeit. Und, ja, wie gesagt, meine Oma freut sich einen Keks, wenn sie sieht, was ich hier so kreiere oder nachbastel oder was weiß ich. Ich habe ja schon mal die Videos gezeigt, ne, dummerweise kann sie nicht mehr besonders gut hören. Deshalb ist das mit den Videos so eine Sache. Kann sie zwar schauen, aber wenn ich da irgendwas erzähle und mit den Händen rumfuchtel, dann versteht sie es nicht mehr. Und sie hört es nicht mehr. Jetzt kommen wir einmal, bevor ich das hier anklebe. Ne? Also ich bin mal am Überlegen, wo mache ich das am besten? Ich könnte es in der Mitte machen. Da, wo der Weg ist. Sieht eigentlich ganz cool aus, ne? Dann würde ich nämlich hier die Hälfte rüberkleben. Jetzt suche ich mir erstmal ein Stück. So. Ich habe jetzt hier einen Streifen. Das ist nämlich einer der Streifen, den ich in die Seite kleben wollte. Übrigens. Darf ich vorstellen, Streifen, den ich in die Seite kleben wollte. Bin ich eigentlich noch scharf? Fällt mir gerade ein. Sieht ganz gut aus. Ich schnapp mir jetzt hier so ein Mikron-Marker. Vielleicht kriege ich ja sogar noch schöneres hin als das eben. Ich nehme mir hier mal diese Sonnenblume da hinten. Und nun mache ich es mir mal. Ist das leicht? Also leicht eigentlich auch nicht. Ich treffe hier mal die Lücken. Schön ist, wenn man nicht seinen ausgestanztes anmalt, weil sonst hat man da schwarze Streifen an dem Gelb, das ist irgendwie auch blöd. Ich mache mir jetzt hier wirklich nur so ein paar kleine Merker, um dann dran lang zu schneiden. Und dann muss man großzügig innen dran lang schneiden, weil ihr seht ja, das springt zurück. So, ihr seht jetzt dieses gestrichelte Etwas. Das gestrichelte Etwas wird jetzt ausgeschnitten. So, Papier zur Seite. Falls ihr euch fragt, wo ich mein Papier hinschmeiße, neben mir steht ein großer Katzenkorb. Das ist ein Körbchen, was ich mal zum Geburtstag bekommen habe. Den habe ich als Katzenkorb abgewandelt. Da wohnen jetzt gerade für diese Bastelaktion meine Sonnenblumenpapiere drin. Ja, ich weiß, im Katzenkorb. Da keiner von meiner Familie allergisch ist. Vor allen Dingen nicht gegen unsere Norweger, Sibirer. Kann ich das einfach machen. So, jetzt stellt sich wieder die Frage, ne? Also das wäre schon cool. Ich mache das so, dass es hier oben drauf ist. Tja. Ich beziehe euch jetzt mal meine Überlegung mit ein, weshalb ich so schön tja sage. Möglichkeit 1,
Ich klebe das hier drunter. Klebe das dann hier drüber. Sieht komisch aus. Drauf ist schöner. Ich wollte den Magneten eigentlich drunter machen. Jetzt habe ich hier so eine schöne Sonnenblume ausgeschnitten. Naja, hilft nichts. Ich mache einfach so den Magneten. So, jetzt ist die große Quizfrage wieder. Nehme ich den großen oder den kleinen Magneten? Oder nehme ich beides? Könnte ich wieder mal einen kleinen. Aber den kleinen bin ich mir echt nicht sicher. Also. Das möchte zwei Blatt durchorganisieren hier, durchhauen. Das jetzt, also das Schöne an den kleinen ist tatsächlich. Jetzt habe ich hier ein bisschen was. Ach. Zu viel Kleber. Zu viel Kleber. Manchmal kann man es noch abrubbeln, manchmal nicht. So, die kleinen sind wirklich so hauchdünn und hauchzart, dass sie optisch fast nicht auffallen. So. Ich halte den jetzt hier drunter. Hält. Brauche ich gar nicht großartig drüber nachdenken, große Magneten zu nehmen. Das reicht mit dem kleinen. Wunderbar. Entscheidung getroffen. Kleiner Magnet kommt her. So, das behalte ich oben. Ey Leute, ich habe euch da hingelegt. Ich weiß, dass ihr zu euren Kumpels wollt. Aber ich brauche euch jetzt hier. Dafür sind meine Fingernägel auch wirklich nicht gut geeignet. Muss ich schon mal so zugeben. So. Wo hatte ich denn gleich noch mein... Ah, ja. Da ist es. Also es wird dann so flappen, dass ich diese zopfähnliche Struktur dort habe. Und das Kröchen vergessen. Die Stressen vergessen. Gibt's ja gar nicht. Ach, Freunde. So, ihr habt jetzt hier ganz, ganz viele Punkte von mir bekommen, die ich vergeigt habe. Ich hoffe, dass ich euch damit ein bisschen erfreuen konnte. Mit vergeigten Sachen. So. Kleinen Wegwerfklaus habe ich auch. Das Ding hier in der Mitte ist ganz cool. Es muss nicht an der Seite sein, oder? Findet ihr es an der Seite besser? Naja, andererseits, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht an der Seite? Auf der anderen Seite haben wir ja schon Magneten, ne? Also ich werde diese kleinen Ärmchen hier, die an der Seite sind, noch mit ankleben, damit sie mir nicht beim Zuklappen immer da drunter geraten irgendwie. Bisschen was Filigranes. So, wenn schon nicht mittig, dann wenigstens elegant.
bisschen klar. Das ist das Dumme, wenn man immer solche kleinen Stanzteile hat, die so wunderprächtig filigran verfuselt, verwuselt sind. Dann hat man mal ein bisschen Kleber über, den man irgendwie wieder andrücken muss. So. Könnten wir hier mal kleben, bitte, danke. Ach Leute, jetzt ist doch genug hier. Das hebt sich hier mal gegenseitig hoch. Das ist doch gemein. So. Soll das hier erstmal in Ruhe kleben, bevor wir hier weiter dran rumfuhrwerken. So wäre es fein. Klebt Funst. Magnet ist auch irgendwie in Position. Dann kümmern wir uns doch jetzt einfach mal um den zweiten Magneten, während das Ding hier trocknet. Oder anzieht, wie auch immer. Ich tue jetzt mal so, als wärst du hier außen. Wo ist denn? Da ist der. Du wirst abgestoßen, dann bist du also falsch rum. Mein kleines Erklärungsdingens dazu. Das ist zu dick. Gibt's ja gar nicht. Okay, probieren wir es mal richtig. Also, so wie es dann auch liegen muss. Das klappt ja hier ein. Das klappt hier ein. Dort ist der Magnet. Ah, jetzt haben wir ihn. Nein, er ist rausgerutscht. Sehr schön. Ja, jetzt funktioniert es. So, jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie rum er kleben muss. Ich hätte eigentlich gewusst, wie rum er kleben muss. Scheiß doch der Hund drauf. Machen wir mal so. So. Das nennt man selbst verarscht. Im Übrigen. Jetzt möchte ich den erstmal hier irgendwo hin. Also das Ding ist ja, der wird hier irgendwie rumrutschen jetzt gleich. Und zwar so, wie wo er wohnen muss, um hier das Ding festzuhalten. Richtig. Rutsch du bitte mal dahin. Aber gibt's doch nicht. Hab ich jetzt echt falsch rumgeklebt? Stößt du jetzt ab? Okay. Ja, jetzt ist richtig. So, dann darfst du da bleiben. Dann darfst du da bleiben. Ja, manchmal ist das, also man könnte sich auch eine Markierung drauf machen. Ne? Also manche Leute würden das tun und hätten dann auch weniger Stress. Manche tun das halt nicht und haben dann mehr Stress. Und daher können wir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch mal so ein Gewusel hier veranstaltet wie ich. Ich habe jetzt hier so ein Mega-Video gemacht. Wer Bock hatte, mir dabei zuzugucken, schreibt mir das gerne. Und ganz ehrlich, wenn ihr mir dabei jetzt nicht zugeguckt habt beim Machen und mir trotzdem reinschreibt, so eine Scheiße, was redest du da? Fände ich das doof. So, also ich zeige euch ja, wie gesagt, zu Anfang das fertige Stück
Und dann könnt ihr überlegen, ob ihr mich hier beim Tüdeln und Fehler machen irgendwie beobachten wollt. Oder ob ihr euch dann die Teile einzeln geordnet bei George nochmal anschauen wollt. Das werde ich auf jeden Fall ankündigen, dass ich sie nochmal in Einzelform, also einmal die rechte, einmal die linke Seite, dann in George reinbaue. So. Weil einfach gerade ein bisschen lustig Unterhaltung sucht, jemanden, der beim Basteln versucht, euch hier die Welt des Sonnenblumenbuches zu erklären. Ist auf jeden Fall herzlich willkommen, sich das angeguckt zu haben. Aber ihr seid jetzt schon, wenn ihr bis hierhin gekommen seid, seid ihr schon über eine Stunde dabei. Dann habt ihr es mir nicht übel genommen, dass ich hier ein bisschen am Improvisieren und am Quatschen bin. Wenn das so wäre, dass ihr mir das übel nehmt, dann hättet ihr es gar nicht bis hierhin geguckt. Das sage ich jetzt einfach mal so in meinem jugendlichen Leichtsinn. So, jetzt habe ich ein bisschen Kleber an den Fingern, den ich erstmal loswerden muss, bevor ich das hier drauf drücke, weil sonst habe ich gleich Tatschen drauf. Ach ja, so. Das Schöne ist, ich kenne gleich noch so ein paar Pfötchenabdrücke, die ich da drauf gepackt habe, also meine eigenen. Kann ich damit noch ein bisschen verschwinden lassen. Ich weiß gar nicht, ob man es im Video hört, aber mein Magen knurrt ein wenig. So. Hoho. Halten wir mal fest. Den Magneten mal gut verschwinden lassen. Hauptsache, er ist jetzt auch wirklich an der Stelle, wo er sein möchte. Jetzt hat er leider Pech. Dann ist es halt ein Hub und Puckel und ohne magnetische Kraft. Das Schöne ist, er zieht nicht nach oben, also jetzt hier vom Blatt aus gesehen, zieht er das Blatt nicht hoch, sondern er zieht durch diese ganze Geschichte hier. Zack. Funzt. Es funzt, das freut. So, jetzt haben wir das jetzt hier hoffentlich ausreichend festgedrückt, dass es so bleiben kann. Weil dann werde ich nämlich hier, wie wollte ich denn das machen? Das fällt mir gerade auf, weil ich das, da ist er. Der zieht hier aber hoch, ne? Ja. So. Unten oben, okay. So, du möchtest da wohnen und das Teil, was ich noch nicht eingesetzt habe. Nee, wollen wir schon? So. Du möchtest hier drunter. Wenn ihr das Quasseln im Hintergrund hört, das ist meine Tochter mit ihrer Freundin. Die machen hier schöne Feriensause mit Übernachten und Reiten und Inlineskaten und Trampolin springen und quasseln. Quasseln und nochmal quasseln und nochmal quasseln und noch ganz viel quasseln. Nein. Verflixte Kiste. Das passiert selten, dass ich hier mit Kleber rumfusch. Heute ist einer dieser Tage, wo man mit Kleber rumfuscht. Ja, und es ist so, wie ich es vorhin gesagt habe. Ihr habt mich ertappt. Dieses Buch mache ich gerade das erste Mal. Ich habe es mir zurechtgeschrieben. Und ich sage ja, manchmal kommt es vor, dass ich Sachen mache und daraus mal direkt ein Tutorial drehe. Heute zum Beispiel mache ich Sachen und daraus direkt ein Tutorial. So. Das soll aber nicht euer Schaden sein. So kriegt ihr wenigstens Improvisationsthemen mit. Okay, du sitzt jetzt schon fest. Komm nicht ganz mit dem oben überein, aber ist nicht ganz so schlimm.
An dieser Stelle ist das nicht ganz so schlimm. So, also man kann auf jeden Fall festhalten, dass ich für dieses Buch eine ganze Menge Papier gebraucht habe. Also ihr braucht auf jeden Fall Cardstock. Nehmt möglichst festen. Ihr braucht irgendein Designpapier eurer Wahl oder malt da drauf, whatever. Also überlegt euch, was ihr designmäßig machen wollt. Da braucht ihr viele kleine Teile. Natürlich jetzt auch fürs Cover oder was ein bisschen größere. Und ihr braucht, wenn ihr das wie so ein Notizbuch, wie ich das jetzt hier gemacht habe, braucht ihr Papier, also weißes Papier, möglichst auch fest. Also auch hier habe ich, wenn mich nicht alles täuscht, 160er genommen. Was gerade noch so durch den Drucker geht. Deswegen, also ich habe jetzt nicht 2000 Papiersorten hier, sondern ich habe das, was ich noch durch den Drucker ziehen kann. Ich glaube, bis 220 kriegt ihr das locker hin. Danach wird es blöd, weil er dann das um die Rollen nicht rumkriegt. Okay, also Papier zum Schreiben quasi, so weißes Papier oder wahlweise auch andersfarbiges, wie auch immer. Könnt ihr natürlich auch mit Fotos machen, ne? Habt ihr gar nichts zum Schreiben, dann habt ihr einfach Fotos, also Scrapbook-mäßig. Das ist auch möglich. Ihr braucht irgendein Cover. Na, ob ihr das jetzt selber macht oder ob ihr ein altes Buch nehmt. Feel free. Geht beides. Ihr könnt es in ein bestehendes Buch die Inhalte reinbasteln. Das werdet ihr dann bei George sehen. Ihr braucht einen Haufen Kleber. Ist so. Kann man nicht von der Hand weisen. Ich habe hier richtig, richtig viel Kleber rein versenkt und natürlich mir dann zwischenzeitlich die Seiten geplättet, damit die Wellen vom Kleber verschwinden. So, jetzt lasse ich hier noch den Magneten verschwinden. Das ist glücklicherweise schön am Rand hier oben. Gefällt mir ganz gut, weil dann kann man nämlich beim Rest des Blattes könnte man dann noch richtig schön schreiben. So. Treffer versenkt, würde ich mal sagen. So, jetzt haben wir hier den Magnet natürlich auch dran. Irgendwo hatte ich doch gerade meinen kleinen Magneten, oder ist er schon wieder abgehauen? Ach, Landflucht der Magnete. So. Einer reicht, danke. Der ist jetzt an der richtigen Stelle. Das heißt, ich gebe ihm jetzt einen Klebepunkt. Mach das Ganze nochmal. Also er ist erstmal ist er auf der richtigen Seite. Er liegt auf der richtigen Seite. So, jetzt lasse ich den erstmal einen Moment anziehen. Gott, dieses Video wird so unfassbar lang. Ich wollte zwar auch nicht in zwei Teile teilen. Wäre es euch lieber gewesen in zwei Teile? Schreibt mir das gerne mal. So. Ich rutsche ein Stückchen hoch, dass ihr auch seht, was ich tue. Und dann würde ich auch echt sagen, ich mache die Dekoration. Dekoration mache ich gleich off camera. Das heißt, ihr wisst jetzt um alle Mechanismen. Ich dekoriere das Schatzige gleich vernünftig. Und dann mache ich den Anfang des Videos. Genau, dann drehe ich den Anfang des Videos. Ich habe jetzt zwar auch meinen ganzen Anfangskladderadatsch da schon mal erzählt. Oh, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Warum, wieso, weshalb ich mich jetzt dafür entschieden habe, doch, sagen wir mal, das komplette Werk zu Anfang zu zeigen und dann hier in das Zusammenbauen zu gehen. Und dann habe ich, glaube ich, meine ganzen Wörter für heute schon verbraucht. Meine Reitschüler werden mich heute schweigend ertragen.
Ja. So ist das. Dann habt ihr meine ganzen Wörter heute abbekommen. Weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Das könnt ihr mir ja sagen. Wenn ihr lieber sowas hier sehen wollen würdet und ich mache Musik an, schreibt mir auch das gerne in die Kommentare. Es ist natürlich möglich, dass ihr sagt, boah, quatsch zu viel Kram oder zu viel Unnötiges. Mach mal lieber Musik an, dann können wir dir besser zugucken und einfach dabei ein bisschen entspannen. Okay. Mach ich. Wenn ihr das wollt, tue ich das. Wenn ihr sagt, er quatscht einfach weiter, es ist cool, dir zuzuhören. Man kriegt mit, was du machst, warum du es machst und wie du deine Fehler ausbesserst. Dann schreibt mir auch gerne das in die Kommentare. Ich muss mich echt mal bemühen, nach Insta gleich noch mitzumachen. So, der Magnet ist eingebaut. Dass ich euch auf Insta auch einen Hinweis gebe auf das Video und einfach ein paar schöne Bilder zu dem Werk, was ich dann gemacht habe. Ich kriege das immer nicht auf Kette, dass ich das alles gleichzeitig tue. Warum auch immer. So schwer ist jetzt nicht. So. Flip. Flap. Das war ein bisschen schief und krumm. Also ich denke mal auch, dass ich das komplette Buch dann einfach noch mal ein bisschen zusammendrücken werde. So. Habe fertig. Nein, nicht hier drin. Ach, Magnet sitzt. So. Die weitere Deko werde ich jetzt ohne euch vornehmen. Ihr seht jetzt, wir haben Flip. Flap, flip, flap, 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 flap. Es flappt an allen Ecken und Enden. Hier flappt es genauso. Klack. 1, 2, 3, 4. Und runter, öffnen. Ja, wie gesagt, jetzt fehlen noch die Einschübe und ein bisschen Deko. Ich werde zum Schluss gleich noch ein Foto von dem Buch dazu setzen und den Anfangsteil drehen, habe ich ja eben schon gesagt. Ich freue mich auf jeden Fall mega über alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Es war ein mega langes Video. Ihr wisst jetzt, wie man das hier macht und wie man Fehler vermeidet. Nein, ja, Fehler vermeidet könnt ihr jetzt, weil ich sie alle gemacht habe. Oder wie man Fehler korrigiert, falls man sie denn doch macht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich auf eure Kommentare und lasst uns in Austausch gehen. Schreibt mir, wie gesagt, gerne bei Facebook oder auch bei Mail. Ne? Also schreibt mir gerne eine Mail an varayalovespaper in einem Wort @gmail.com und dann schicke ich euch meine Aufzeichnung, die ich noch einmal hübsch mache, damit sie auch wirklich schickbar ist. Für den Fall, dass jemand bisher geguckt hat, sie haben möchte und sagt, yeah, schick mal rüber. Schreibt mir, ich freue mich auf eure Post und ja, ich sag mal, bis demnächst in diesem Kino.